So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Superhot, wo wir ja in der letzten Folge unseren, ich weiß gar nicht, was die sind, also diesen Menschen, die uns auf jeden Fall beobachten und uns da unseren Geist durch die Gegend schicken, versprochen haben, nie wieder die Superhot-Echse zu starten. Naja, wir haben uns auch eine Weile dran gehalten, so anderthalb Wochen, aber naja, ich meine, wir lassen uns doch nicht verbieten, dieses Spiel zu spielen. Deswegen, fuck the system, fuck the rules. Werden wir jetzt einfach mal Superhot wieder starten. Und schauen, was passiert. Es kann übrigens sein, dass ich immer noch leicht angeschlagen klinge, weil ich momentan unter einer leichten Erkältung leide. Das bitte ich zu entschuldigen. So, Katana-Action. Hallo? 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 Oh, daneben? Warte, ich brauch das mal kurz. Ja? Oh! Wir haben beide Nahkampfwaffen? Ist okay. Die haben keine Nahkampfwaffen. Ja! Oh. Zuerst die Fernkämpfer ausschalten, natürlich. Bevor die uns ausschalten. Warte mal, wenn der den jetzt im Rücken schießen würde. Mach das mal kurz. So. Super. Ja, Level war easy. Super. Hot. Naja. Wie vielleicht den Leuten, die bei uns regelmäßig einschalten. Telefon. Wie vielleicht den Leuten, die bei uns regelmäßig einschalten, aufgefallen sein könnte. Gab es bei den letzten Videos durchweg irgendwelche Probleme, die uns selber wirklich fast wahnsinnig gemacht haben? Es fing an, dass die Videos verpixelt waren, weil wir die Bits etwas runterdrehen mussten, weil es sonst irgendwie zu Überladung im Encoder gab. Die Sprachlautstärke bei einigen Videos war so, dass ich total laut war und meine Mitkommentatoren total leise. Beziehungsweise bei der Folge Minecraft Let's Talk, aber auf der anderen Seite Gegner. Hätte ich vielleicht umgucken sollen. Bei der Folge Let's Talk gebaut über das Sterben beim Beam, was eigentlich Freitag 18 Uhr kommen sollte und jetzt irgendwie Samstag früh hochgeladen wurde, weil erst die Telekom den Upload eines anderen Videos verbaselt hatte. Dann hatten wir festgestellt, dass das andere Video die Aufnahme nach der Hälfte des Videos abgebrochen hatte. Und all solche Späße, weswegen wir dann erstmalig eine relativ große Verzögerung in dem Upload hatten. Und all solche Späße, die natürlich alleine schon unseren Qualitätsanforderungen und Vorstellungen in keinster Weise gerecht werden. Aber wir die Videos natürlich trotzdem hochladen wollten oder mussten, weil wir so viel Contentverlust, den wir nicht hochladen könnten, einfach zeitlich momentan nicht kompensieren können. Uns ist natürlich klar, dass das extrem ärgerlich ist, aber, liebe Freunde, wir können euch versprechen, das kann jetzt nur besser werden. Ich hoffe zum Beispiel, mit diesem Video wird es keine Probleme geben. Hallo? Sitzung vertagt. Ah. Und, was noch dazu kommt, also momentan nehmen wir ja in 30 FPS auf und ich mit einer Bitrate von 6000. Um alles besser und qualitativ wertvoller und mit 60 FPS zu haben, haben sich sowohl Chris als auch ich uns entschieden, eine Elgato, sprich eine Game Capture Card zu kaufen. Die ist bei beiden jetzt auf dem Weg. Und das ist quasi eine Karte, die dann ähnlich wie eine Grafikkarte, naja, nicht ähnlich, aber auf jeden Fall, die dafür gut ist, komplett quasi, dass die Aufnahmen über diese Karte dann am Ende laufen. Und das hat halt den Vorteil, der Computer an sich wird halt kaum noch mit den Aufnehmen oder mit den Aufnahmen belastet und kann sich komplett auf das Spiel konzentrieren. Und 60 FPS hätten wir ohne diese Karte zum Beispiel nicht ohne weiteres aufnehmen können. Ich glaube, jetzt haben sie gerade entdeckt, dass wir weitergespielt haben. So viel auf jeden Fall dazu. Also das heißt, sobald wir dann diese Elgato haben, die werden im Laufe dieser Woche, sprich der Woche vom 24. April, 25. April, du hast dein Wort gebrochen.
Such dich selbst. Okay, das machen wir. In der Woche des 25. April, das ist der Montag, werden die bei uns beiden geliefert, dann werden die angeschlossen und dann sollten wir noch diese Woche, beziehungsweise dann spätestens die danach, eigentlich damit aufnehmen können und damit dann hoffentlich einige der aufnahmetechnischen Probleme, die wir hatten, beseitigen können. Okay. Wir haben uns gerade gesehen, wie wir auf dem Monitor gucken, wie wir uns selber besuchen gehen. Du wirst es auf die harte Tour lernen. Okay. Hör mal, ob es weh tut. Sollen wir uns schlagen? Tu es jetzt. Nein, sehe ich nicht ein. Sie haben mir nichts zu sagen. Gehorche. Kein Entrinnen. Oh. Einzige Option. Ich wollte gerade beweisen, dass es nicht die einzige Option ist. Verdammt! Ja. Blablabla. Entschuldigung, das gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz nochmal an. Das ist übrigens noch ein einziger kleiner Kritikpunkt, den ich bei dem Spiel habe, dass man, wenn man Escape drückt, nicht an der Stelle weiterspielen kann, wo du aufgehört hast, sondern dass du direkt tatsächlich ins Hauptmenü geschmissen wirst und das Kapitel dann quasi von vorne spielen musst. Was bei den kurzen Kapiteln jetzt nicht so schlimm ist, aber es wäre auch schön, wenn es dann einfach nur erstmal in die Pause gehen würde, quasi. Ja, wir haben keinen drin, das wissen wir. Und wir gucken mal, ob es weh tut. Schlagen uns mal auf. Das Bein. Au! Jetzt haben wir uns theoretisch gerade selbst geschlagen oder umgebracht, ich weiß es nicht. Auch so weit waren wir eben auch schon wieder. Wie geht es deinem Kopf? Wieso meinem Kopf? Ich habe mir gegen das Knie geschlagen. Er tut weh. Sollte er auch. Wow, was für makabere Schweine, ey. Du benutzt das System wie ein Spielzeug. Aber das hier ist kein Spiel. Doch, es ist ein Spiel. Es ist super hot. Es ist ein Werkzeug. Ich kann einfach nicht anders. Ja, ich kann nicht anders. Ich tippe das hier nicht einmal. Stimmt, ich tippe hier irgendwas eigentlich nur. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber ich finde es schön, dass sich das Spiel so ein bisschen selber auf die Schippe nimmt, dass man ja irgendwie irgendwas auf das dazu tippen muss. Und dann erstellt halt den Text, den man haben will. Doch verschwinde, geh zum Arzt, du hast eine Gehirnerschütterung. Das alles ist nicht wirklich passiert. Deine Geschichte endet hier. Also, ich meine, nett sind sie ja. Sie geben uns schon zwei Chancen aufzuhören. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir nicht einfach. Wir haben es dir gesagt. Weiterspielen würden wollen, wollte ich gerade sagen. Aber. Ich kann auf. Funktioniert ja gut. Ich glaube, ich muss es jetzt mal ganz kurz beenden. Ich schau mal, was mit der Aufnahme passiert, wenn ich das Spiel tatsächlich einmal runterfahren muss. Im Zweifel sehen wir uns gleich wieder. Ja, wird geschlossen. Es könnte sein, dass das Spiel jetzt beendet. Denk dran, wir beobachten dich. Da stand gerade, was passiert mit mir. Ich kann nicht aufhören. Super hot, super hot, super hot, war jetzt raus. Zockst du das Spiel immer noch? Ich habe Kontrolle über mein System verloren und über mich. Super hot, super hot, super hot. Du betreibst es gerade echt. Kannst mich nicht mal hören. Ich schreibe das an mich selbst. Ich denke nur noch an das Spiel. Da kann mir niemand helfen. Ganz viele Superhots. Geil. Erst teilst du das Passwort nicht. Jetzt der Mist. Willkommen auf meiner Blocklist. Ich will nur in Spielzeug. Ich will nur in Spielzeug. Wie du willst.
So, dann musste man tatsächlich das Spiel nochmal neu starten. Dann sah es auch etwas anders aus. Ich weiß jetzt nicht genau, ab wann ich das wieder. Also ab wann ich wieder in den Anfang setze. Auf jeden Fall, wir kommen zurück. War ja nicht. Bewege dich mit WASD-Ziele mit der Maus. Das wissen wir ja. Das ist ja jetzt nichts Neues. Gott! Sehr strange hier. Ich glaube nicht, du bist der Epileptiker. Hallo? Ich würde da gerne durchgehen, aber okay. Hallo? Ich weiß nicht, ob das so sein soll, dass man hier nicht durchkommt. Ich komme. Ja, gute Frage jetzt. Gehen wir zurück. Drehen wir uns nochmal um. Hallo. Hallo. Och, Leute. Das kann jetzt nicht wahr sein. Irgendwo vielleicht abbiegen? Ist das ein Bug? Ich fürchte es fast. Einfach mal zurückgehen. Halt. Ah! Okay, das war die Lösung. Das System macht dich frei. Ja, frei ist was anderes, oder? Das System formt dich. Ja. Die Auflösung habe ich noch nicht eingestellt. Klicke. Super. E. Klicke. Super. Drücke E. Hot. Super. Hot. Super. Das machen wir mal schnell. Super. Hot. Super. Hot. Super Super. hot. Super hot. Mama, der Geist ist Software. Der Geist ist Software. Der Geist ist Software. Super hot. Super Ach, da steht auch immer was anderes. Das System macht sich Super frei. hot. Geist ist Software. Körper sind austauschbar. Super hot. Super, super. Also ein bisschen creepy ist das Spiel ja durchaus auch. Verlasse diesen Körper. Lol. Okay. Das ist jetzt strange. Hier. Auf die Fresse. Au! Der hat einen Shotgun. Wie ungefähr ist das denn? Warte, zack. Nein, halt. Nein. So, Tastatur vor dem Kopf. Erstmal ist den Shotgun, Heino. Dann ist mir der Rest auch egal. So, Zimmerservice. Wir können den Körper nochmal wechseln. Das werden wir wahrscheinlich auch. Doch nicht auf den, der gerade stirbt. Ist der nicht gerade gestorben? Oh. Okay. Ich wollte eigentlich auf den mit der großen Knarre hier. Lässt du die liegen? So. Ach, wow. Ist das Level da vorbei, wenn wir das schöne Sturmgewehr haben? Krise, Krise, Krise. In Arbeit. Das ging schnell. Man kann gucken, ob ich diese Ziege öffnen kann. Aber sie ist ja nicht rot. Ich dachte, oder schwarz, was du sagst. Oh. Eine Schaufel? Ist klar. Alter, wie unfair ist das denn? Da liegt doch nichts drumherum. Erstmal Flucht nach vorne. Flucht nach vorne ist eine gute Idee. Ach, verdammt! Aber Flucht nach vorne ist, glaube ich, trotzdem der richtige Weg. Ah, den Shotgun-Heino, der von der Seite kommt, den muss ich ausschalten. Hier, zack. So, die nehme ich mal kurz mit. So. Nein, nicht wegschmeißen! Ah! Oh Gott! Hier. Was? Ach, wir hätten uns ja auch Por. Ach, ich bin gerade allein schon wieder vergessen, gell? Ach, schmeißt das seine Waffe auch noch weg. Aber hier, wir haben. Oh! Bist du wahnsinnig? Oh. So, jetzt haben wir hier aber mal
Nicht die Kontrolle, aber eine Shotgun ist ein Anfang. Da braucht der mit seiner Schaufel auch nicht mehr ankommen. Haben die. Wo kommt der denn her? Ach, Mano! Ach ja, hier, zack. Der macht sie kaputt. Der schießt mich ab. Ich nehme mir hier die Handtasche. Ne, den Aktenkoffer. Exekutiert den. Kommt der jetzt hier oben raus? Nein. War das, dass der hier oben rauskommt? Jetzt kriegt der eine vor die Nase. Jetzt kommt der hier Schaufelmann, ne? Der kann ja ein bisschen näher kommen. So. So. Ist natürlich auch die schöne Waffe kaputt. Aber wir haben einen Hammer. Ah, von da. Oh. Ich hab eine Schaufel. Ich weiß, dass sie benutzen. Oh Gott! So, haha. Ja, Moment mal. Also, du darfst eine Waffe greifen, aber erst wenn ich du bin. Der platzt ja gleich noch. Ja. Boah, wie die dem die Köpfe wegplatzen. Also, wenn das jetzt nicht alles nur mit diesem roten Männchen wäre, dann wäre das alles ganz schön makaber hier. Also, da wäre das Spiel auch, glaube ich, in Deutschland nicht freigegeben, wenn das nicht so ein bisschen sehr Comic-Grafik wäre. Comic ist es ja nicht, aber. Ihr wisst, was ich meine. Harter Tag. Ach du Scheiße. Ja, ich weiß, wir können uns noch porten. Was? Lass das. Oh Gott, wie ich hier immer gegen die rechte Maustaste komme, wenn ich die Maus rumziehe. Ist ja auch nicht mehr feierlich. Oh Gott. Oh. So. Nein! Verdammt! Das war unfair! Komm. Dass dieser Aktenkoffer jetzt daneben geflogen ist, das hat keiner gesehen. Was? Och, ne. Mach was halt so. Ach, dammit! Ich finde es schön, dass mir dieselben Fehler zum Glück nicht zweimal passieren. So, nämlich. Ja. Oh Gott. Das ist gut. So, jetzt haben wir, glaube ich, dieses Büro einigermaßen unter Kontrolle. Na gut, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Dieses Büro ist einfach ein Ticken zu hart für mich, zumindest für heute. Und wie es weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge von Superhot. Bis dahin.